trois étapes simples pour accéder à Internet. Première étape, brancher. Deuxième étape, connecter. Troisième étape, il n'y a pas de troisième étape. Découvrez iMac. Wir sehen hier eine Ausstellung zum Thema 30 Jahre Macintosh in Österreich. Vor 30 Jahren, sprich vor 11.111 Tagen, wurde der erste Macintosh, nämlich dieses Modell, links unten präsentiert. Und ich habe so Modelle aus diesen 30 Jahren zusammengetragen, nämlich genau die Modelle, die auch die Entwicklung des Designs sehr gut zeigen. Das ja ursprünglich in den ersten Modellen von Hartmut Eslinger, einem deutschen Industriedesigner mit der Firma Frog Design, entwickelt wurde und heute ja schon längst von Jonathan Ive von Apple selbst gemacht wird. Dazwischen sieht man allerdings ein interessantes Modell aus dem Jahr 1997, nämlich den 20th Anniversary Macintosh, den Apple damals in limitierter Auflage produziert hat und um knapp 100.000 Schilling angeboten hat. Und den hat damals schon der Jonathan Ive gestaltet. Da war er noch sehr jung und sehr, sehr frisch bei Apple. Und bei diesem Design kann man sehr schön sehen, zum Beispiel, dass er das Konzept des heutigen iMacs grundlegend vorausgenommen hat, vorweggesehen hat. Les ordinateurs, trop compliqué, encombrant, peu séduisant. Déroutant, souvent trop cher. Et puis, il y a iMac, qui n'a visiblement pas grand-chose à voir avec un ordinateur. Découvrez iMac. Also Apple hat heute ein sehr schlankes und ein sehr abgespecktes und ein sehr klares Design. Das war früher bei den ersten Geräten nicht der Fall. Es hat sich das Material verändert. Und durch neue Technologien, also durch LCD-Bildschirme, Flachbildschirme, war es natürlich möglich, auch wesentlich dünnere und andere Formen zu machen, als es damals möglich war. Die Maschine hat mein Berufsleben verändert. Ich habe 86 den ersten Mac mit PageMaker in der Hand gehabt. Da war ich noch Grafiker in einem kleinen Grafikstudio. Dort habe ich das erste Mal diese Maschine gesehen, war dann später bei zwei großen Apple Centers im Marketing und im Trainingsbereich und habe also die Entwicklung und die Revolution im grafischen Gewerbe sehr genau miterleben können und habe dann Anfang Mitte 90 mit dem Sammeln von Apple Hardware begonnen.